Hallo zusammen, in diesem Video geht es nochmal um Parabolspiegel. Parabolspiegel. Wir schauen uns zwei Sorten Parabolspiegel an. Konkave Spiegel und konvexe Spiegel. Die konkaven, das war die, mit denen wir uns schon vorher befasst haben. Wenn wir den Spiegel von der Seite sehen, hat der eine Parabelform. Also das ist der Ausschnitt einer Parabel. Und der Spiegel war hier auf der Innenseite beschichtet. Hier war die spiegelnde Fläche, hier auf der Innenseite des Spiegels. Der Brennpunkt des Spiegels, der liegt typischerweise ziemlich nah hier am Spiegel dran. Das ist mein Brennpunkt F. Vielleicht zeichnen wir mal schnell die optische Achse ein, also die Symmetrieachse des Spiegels. Das machen wir gleich hier weiter. Und da haben wir einen Gegenstand, haben wir hingestellt. So etwas außerhalb hier. So haben wir einen Gegenstand aufgestellt. Das ist kein Lichtstrahl, sondern wirklich ein Gegenstand und der Pfeil zeigt nur an, wo oben ist. Und dann gibt es natürlich hier irgendwo eine Lichtquelle, die den Gegenstand beleuchtet. Und dieser Gegenstand soll das Licht diffus reflektieren. Das heißt, jeder Punkt dieses Gegenstandes reflektiert das einfallende Licht in alle möglichen Richtungen. Und von all diesen Zilliarden Strahlen brauchen wir eigentlich nur zwei Strahlen, um zu bestimmen, wo das Bild dieses Gegenstandes ist. Wir brauchen einen Strahl, der hier parallel zur optischen Achse läuft, also hier von der Spitze des Gegenstandes parallel zur optischen Achse. Und von diesem Strahl wissen wir, dass er nach der Spiegelung durch den Brennpunkt gehen wird. Er wird also so weiterlaufen. Und dann nehmen wir einen Strahl, der direkt von dem Gegenstand aus in den Brennpunkt hineinläuft. Also der soll so laufen. Und von dem wissen wir, dass er nach der Spiegelung parallel zur optischen Achse laufen wird. Und durch ihren Schnittpunkt verraten uns diese zwei Strahlen schon, wo die Spitze des Bildes liegen wird, nämlich genau hier. Der Fuß des Bildes liegt weiter auf der optischen Achse. Das heißt, wir können unser Bild eigentlich schon einmalen. Das lag hier. Und wenn wir jetzt dort einen Schirm aufstellen würden, dann könnten wir dieses Bild sehen. Also das Bild würde projiziert wie auf einer Leinwand. Es ist ein reelles Bild. Und jetzt vergleichen wir das mal mit einem konvexen Spiegel. Also wieder ein Parabolspiegel, wieder ein Spiegel in Parabelform. Diesmal drehen wir ihn andersrum. Wir stellen ihn also so auf. Die Symmetrieachse stimmt und diesmal soll wieder die linke Seite verspiegelt sein. Das ist diesmal die Außenseite des Spiegels. Also hier ist die spiegelnde Fläche. Wir nehmen denselben Gegenstand und stellen ihn wieder hier vor den Spiegel hin. Hier soll er wieder stehen. Der Brennpunkt des Spiegels ist nach wie vor hier auf der Innenseite. Also der Brennpunkt, hier haben wir etwa den Abstand gehabt. Das soll dieselbe Krümmung haben. Also das sollte auch dann denselben Abstand haben. Hier ist mein Brennpunkt. Und wieder greife ich mir die zwei Strahlen raus, die am einfachsten zu zeichnen sind. Nämlich ein Strahl, der parallel geht zur optischen Achse. Der läuft also wieder auf den Spiegel zu. Jetzt wird er gespiegelt. In welche Richtung wird er gespiegelt? Nun, der wird genau so gespiegelt, als käme er vom Brennpunkt. Also wenn wir hier mal die Richtung einzeichnen zum Brennpunkt hin, dann würde der gespiegelte Strahl genau in dieser Richtung vom Spiegel weglaufen. So würde der gespiegelt werden. Und dann hätten wir noch den Strahl, der genau auf den Brennpunkt zuläuft, also dieser hier, der geht in Richtung des Brennpunktes und der wird dann so gespiegelt werden, dass er nach der Spiegelung achsenparallel verläuft. Also parallel zur optischen Achse verläuft hier. Hier würde der rausgehen. Wir sehen, die zwei Strahlen laufen auseinander. Es gibt also nicht so einen Kreuzungspunkt, wo sich jetzt die Lichtstrahlen alle versammeln würden und ein Bild erzeugen, sondern jeder für sich alleine geht seiner Wege. Kein reelles Bild. Aber ein Beobachter, der jetzt hier irgendwo steht und auf diesen konvexen Spiegel schauen würde, der würde trotzdem in diesem Spiegel etwas sehen. Denn der würde diese beiden Strahlen hier zu ihrem Ursprung zurückverfolgen und er würde vermuten, dass das Licht dieser beiden Lichtstrahlen hier vom Schnittpunkt
von diesem Punkt hier hinten ausgehen würde. Und der Beobachter sieht dann diesen Gegenstand hier als virtuelles Spiegelbild. Tun wir das mal vervollständigen, dieses virtuelle Bild. Also hier ist die Spitze des Gegenstandes, der Fuß bleibt wieder gleich. Also wenn hier eine Spiegelung erfolgt, dann bleibt die hier unten immer auf der Linie. Das heißt, der Gegenstand ist deutlich kleiner geworden. Ein verkleinertes virtuelles Bild. Das ist das, was der konvexe Parabolspiegel zeigt. Das Bild verkleinert ist, das muss kein Nachteil sein. Das verschafft auch einen guten Überblick, zum Beispiel in Läden, an der Decke, wenn also wenige Leute große Ladenflächen überwachen müssen oder an Ausfahrten. Das sind so Anwendungsfälle für solche gewölbten Spiegel. Ja, das wäre schon zum Thema Parabolspiegel. Und im nächsten Video werden wir dann mal konkave und konvexe Glasflächen zu Linsen zusammensetzen.